Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt auf Nerdner TV. An meiner Seite natürlich die Kirby. Hallo. Hallo, und wir nehmen uns jetzt das Spiel This War of Mine, The Little Ones, vor. Wir wissen nicht viel über das Spiel, wir haben es mal kurz angespielt, sind aber an Tag 6, glaube ich, gescheitert. Ja, ich glaube, wir sind sogar schon eigentlich an Tag 5 gescheitert, haben dann aber noch einmal auf Tag 6 umgeswitcht. Ja, stimmt. Aber eigentlich war es an Tag 5 schon vorbei für ein uns. Ein Desaster. Aber lasst uns keine Worte darüber verlieren. Wir machen es jetzt nochmal neu und können euch schon ein bisschen eine schnellere Einleitung geben. Ne? Das ist ja schon mal ganz gut. Ganz genau. So, probieren wir es. Oh, was ist das denn? Oh, das ist neu. Was ist das? Wähle deine Geschichte. Katja, Bruno und Pavel. Aber wir haben nämlich eben, konnten wir das nicht wählen. Wenn man das erste Mal spielt, Leute, dann kann man es nicht wählen. Dann ist man bei Pavel, Bruno und Marco. Jetzt kann man es auswählen. Also wir kennen die anderen auch nicht. Oder ich mache zufällig wieder. Ja, mach zufällig. Oder konnte man das beim letzten Mal auch und ich habe es noch nicht gesehen? Ich weiß es nicht. Na, also ich glaube, das war gesperrt. Du wirst deinen aktuellen Fortschritt verlieren, ja. Ja, wollen wir auch. Weg damit. Ich bin aufgeregt. Ich auch. Vielleicht sind wir jetzt doch nicht da, wo wir denken, mit dem wir denken. Das stimmt. Wir hatten nämlich drei Jungs am Anfang. Genau. Ja, ein Spiel, was ein Antikriegsspiel im wirklichen Sinne ist. Denn, man soll mit den Folgen des Krieges und mit dem Zustand, zu kämpfen haben. Ja, man ist nicht der Shooter, Soldat, Superheld, sondern man ist ein Zivilist, der mit der Scheiße, die die Soldaten machen, leben muss. Ja. Oder beziehungsweise die Regierung entscheidet ja, was da passiert. Aber ich glaube, das sind wieder wir drei Jungs, oder? Ja, aber ein ganz, ganz andere ganz anderes Haus. Umgebung. Ja. Das ist anscheinend echt immer wieder anders. Das ist ja Wahnsinn. Wie schön. Aber die drei Jungs. Vielleicht. Wie lange hat diese Belagerung gedauert? Es ist schwer zu sagen, wenn jeder Tag ein Überlebenskampf ist. Die Stadt wimmelt nur so von Scharfschützen. Fast jede Nacht gibt es Bombardierungen. Telefone funktionieren nicht. Es besteht ein Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten und viele Menschen sind obdachlos. Bruno und Marco sind schon immer gute Freunde gewesen und als der Krieg ausbrach, beschlossen sie zusammenzuhalten. Sie trafen Pavel bei der Suche nach Vorräten. Er war einmal der Fußballstar von Pogoren. Jetzt ist er nur ein weiteres obdachloses Opfer des Krieges. Also schlossen sie sich zusammen und hofften auf das Beste. Gut, Pavel. Ein schneller Läufer. Gut. Aber guck mal, Pavel ist gesund. Das ist schon mal sehr gut. Guck mal, hier ist was. Genau, mit X kann man nämlich die Sachen, die einem angezeigt werden, hier untersuchen. Genau, Bestandteile haben wir gefunden. Nehmen wir erstmal alles mit. Genau. Also es ist halt das Ziel des Spiels, wie wir das jetzt gesehen haben, ist, dass man halt einen sicheren Unterschlupf findet, dass man Betten bauen kann, dass man Nahrung findet, dass man Medikamente hat. Genau. Also Nestbau und Plündern. Okay, das mache ich jetzt erstmal nicht. Und man kann unten, hat man die drei Charaktere, die man so leicht aufgeblättert sieht. Wir spielen jetzt mit dem Pavel. Man sieht auch kurz halt schneller Läufer. Man kann auch noch eine Bio anklicken von dem. Und kann dann unten auch durchwechseln. Genau. Und irgendwann steht, gucken wir uns natürlich auch an. Genau. Irgendwann stehen dann auch deren Konstitutionen da. Da muss man nämlich dann auch mit einem mal aufhören, weil der ist dann müde oder krank oder was auch immer. Wir haben auf jeden Fall gerade Nahrungsmittel gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Das ist super gut. Wo sind wir denn hier? Du kommst auf jeden Fall weiter runter wieder. Guck mal, da kommt man. Hier kommt man nämlich auch an Sachen dann dran, die man normalerweise. Oh, sie ist abgeschlossen. Okay, da brauchen wir einen Dietrich. Genau, Dietrich kann man nämlich auch finden. Super. Guck mal, Wasser haben wir sogar gefunden. Wasser ist auch wichtig. Ja. So. Ist da unten noch was? Echt ziemlich hoch oben, wenn man sich die anderen Häuser mal gerade anguckt. Ja, stimmt. Hey, hier gibt es nichts. Nein. Was ist denn da unten noch? Oh, kann man hier weiter runter? Nee. Nein. Ich glaube, da muss man auf der anderen Seite dann wieder weiter runter. Ja. Ja, diese großen Müllhaufen, die der Smurlock jetzt nicht gemacht hat, die dauern recht lange und gehen, glaube ich, schneller, wenn man sowas hat wie eine Schaufel oder so. Genau, das sagt er nämlich einem auch. Oh, da ist ein Dietrich. Zwei Stück sogar. Super. So, wo war denn die Tür nochmal? Da musst du dich nochmal runterrutschen lassen. Da ist unten der Schrank, der doppeltürige. Hier der, ne? Genau. Zu hoch.
Ja, so ein Zeitscrawler, das muss man auch erstmal wieder. Ist ja Ja, oh. kein richtiger, ne? Man geht ja ein bisschen in die Tiefe zumindest, aber Aber selten. selten, ja. Schon sehr 2D. Naja. So, flump. Ja, sehr schön. Guck mal, was ist das denn? Sieht aus wie Klopapier. Bandagen. Bandagen, Ja. sauberes Und Wasser und Bücher. Bücher Bücher. sind auch wichtig, auch für die Seele. Ja. Die Leute müssen was zu tun haben. Genau. So, wir gehen aber wieder nach oben. Wir haben Und zwar nach jetzt ganz halb oben. 12 Uhr Mittag, 22 Ja, läuft Grad, noch, läuft Tag noch. 1. Pavel ist fleißig. Ich bin froh, dass er keinen Hunger hat. Da oben haben wir noch was. Ja, da ist noch der Dreckhaufen und ein Schrank. Ah, sehr gut. Ein paar lose Bretter. Sieht aus, könnte man da echt drüber springen, da hinten, ne? Über den Abgrund. Ja. Guck mal, da ist sogar ein Karussell auf der rechten Seite. Oh. Stimmt, so ein Riesenrad, ne? Na, zack. Schnell untersuchen noch. Oh, sehr gut. Jetzt haben wir Ja, da und schon mal. wer es ein bisschen mitbeobachtet hat, die Zeit, die rennt. Das stimmt. Denn Tag ist kurz. Und es So. gibt halt Dinge, die kann man nur Man am kann Tag aber hier machen. halt durchschalten und natürlich auch parallel noch Sachen machen. Genau. Hast du den oben jetzt das große Ding Ja, ausgraben lassen? genau. Ja, prima. So, diesmal ist der Bruno leicht krank. Okay, das heißt, der könnte Medikamente benutzen. Genau. Kräuter, verschiedene Kräuter, Herstellung von Kräutermedizin. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Perfekt. Ah, hier kann man runter. Okay, ja, super. Hier können wir uns verbinden. Das war nicht Genau. verkehrt. Aber der ist ja nicht verwundet, sondern leicht krank. Von daher sollte der das vielleicht gar nicht benutzen, Ganz oder? genau. Das Wir werden Essen jetzt ist erstmal. roh. Da ist das Essen ist roh, genau. Aber wir Genau. müssen uns jetzt zuerst nämlich mal etwas bauen. Ja. Und zwar schon mal für die Nacht vorbereiten. Machen wir uns mal Betten, ne? Genau. So, eins hier hin. Oder? Ja, warum nicht? Marco, du kannst ja auch mal ein Bett bauen. Leicht verletzt. Guck mal, der kann doch eigentlich hier schon Er kann mal. schon mal eine Bandage nehmen. Genau. Er sollte nämlich für die Nacht gerüstet sein als geschickter Plünderer. Richtig. Nun müsste die Heilung beginnen. Lass die Heilung beginnen. So, dann bauen wir dem auch noch ein schönes Bettchen hier. Und zwar, warum nicht hier? Genau. Also wenn man zu dritt ist, braucht man eigentlich auch nicht mehr als zwei Betten, weil eigentlich in der Nacht mindestens immer einer Wache stehen muss. Genau. Ich weiß auch nicht, ob man bei dem Spiel noch mal mehr wird, aber ich hoffe es. Dann können wir uns ja auch mehr Betten bauen. Ganz genau. Jetzt haben wir allerdings schon beide Dietriche aufgebaut. Ja, das stimmt. Vielleicht hat es sich ja gelohnt. Ja, Medizin. Das ist doch schon super. mal sehr gut. So, gucken wir noch mal ganz kurz hier. Gibt es hier irgendwas? Nee. Nee. Alles klar. Aber es ist gut, dass wir schon mal alle Zugänge offen haben. Man weiß ja nie, wofür es wichtig ist. Ja, das stimmt. So. Jetzt machen wir hier noch Feuer, einmal ne? Schwupp. Einmal die Kann man noch Verbesserung. nicht. Wir brauchen noch Werkteile. Drei Stück. Ah, damn it. Gut, dann gucken wir noch, was wir noch machen können. Was haben wir denn da? Was ist denn das erste bei Werkstätten? Einfaches Heizgerät. Das erste bei Werkstätten. Primitiver Herd. Der ist gut, ne? Ja, genau. Und Und der dann, kommt da natürlich war doch hier eine hin. Küche. Da unten ist die Küche, genau. Richtig. So. Dann kann der schon mal. An dem Brennmaterial kann man am Herd selber machen, ne? Genau, Brennmaterial. Ah, guck mal, leicht. Ah, soll er Medizin schon nehmen? Ne, wir warten noch. Gut. Medizin ist super wichtig. Okay. Radio. Ne, brauchen wir jetzt erstmal nicht, ne? Stuhl brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Ja, soll ich doch Medizin nehmen? Ja, ne? Den Bruno. Was meinst du?
kann man machen. Solange er noch leicht krank ist. So. Bandagiert. Super. Marco, leg du dich doch schon mal hin. So. Ach, da ja, ist er. Ja, die Nacht bricht an. Ja, hier seht ihr nämlich jetzt, dass wir unsere drei hier also, ihr seht befehligen unseren, können. Genau, ihr seht ja auch auf der Karte unseren Unterschlupf und mögliche Ziele, wo wir plündern können. Nämlich verlassenes Haus, zerstörte Villa und ruhiges Haus. Genau. Also ich würde sagen, dass Bruno schläft, Pavel Wache steht. Und den leicht Verletzten sollen wir mal... Und der leicht Verletzte, der geht plündern. Bruno schläft, ne? Oder du schickst Marco als Wache und der Pavel plündert. Der hat allerdings 3 Slots weniger. Aber der Pavel ist halt unverletzt. Deine Entscheidung. Ja, wahrscheinlich musst du der Unverletzte losziehen, ne? Ja, komm. Plündern, ne? Wache stehen, Bett schlafen, genau. Jetzt gehen wir erstmal zum verlassenen Haus oder nicht weit weggehen. Genau, verlassenes Haus. Okay. Ich hab Angst. Ja, wird schon. Wir brauchen nichts. Nein. Wir brauchen alle Slots zum Plündern. Genau. Puh. Aber auf den ersten Tag ganz produktiv. Ja, der erste Tag ist immer super. Genau. Da gibt's direkt was. Aber nicht so weit ist, glaube ich, wieder der Ausgang. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Weil wenn ihr nämlich einmal verlasst, ist vorbei. Ja, dann ist die Nacht rum und dann war es das. Dann habt ihr eventuell wieder 24 Stunden lang Hunger. Oder was auch immer. Oh, da ist was. Wir müssen erstmal durchs Schlüsselloch gleich gucken. Genau, das kann man nämlich auch mit diesem Augensymbol. Nehmen wir mal alles mit. Dann schauen wir da mal rein. Okay, Moment, okay, man hat nur was gehört, aber... Gut, da ist nämlich auch eine Leiter, die direkt nach unten führt. Ja, ich glaube, da gehen wir mal runter, oder? Erstmal. Ja, vielleicht besser. Wenn noch, haben wir keine Waffe, wir können uns nicht verteidigen. Richtig, ja, das sieht doch schon gut aus hier. Ich gehe auch extra langsam. Wir brauchen Essen unbedingt, wir haben nur eine Portion, glaube ich. Wow. Oh Gott, das ist viel Holz. Das ist viel Holz. Ja, komm, wir lassen das erstmal liegen, ne? Ja. Mehr. Ist irgendjemand oder irgendwas? Okay, also einen können wir davon nehmen, einen können wir davon noch nehmen. Also den Rest. Ja, müssen wir in der nächsten Nacht holen. Genau. Oh, was haben wir denn hier? Was ist das? Tabak, super. Waffenteil, super wichtig. Und Essen. Yay. Genau. Oder ist das Dünger? Das ist eine gute Frage. Aber wir nehmen es auf jeden Fall mal mit, oder? Ja, ja. Aber Tabak müssen wir auf jeden Fall auch mitnehmen, weil das kann man auch, denke ich mal, wenn wir es nicht selber brauchen, auch noch verkaufen. Genau. So, und dann nehmen wir noch... So. So, ne? Ja. Gut. Ich glaube, wir sind fertig hier. Ich glaube auch. Wir bringen das erstmal nach Hause. Obwohl wir leider nichts zu essen gefunden haben. Waren wir in dem Kühlschrank? Ne, wir müssen da noch rein an den Kühlschrank. Meinst du? Müssen wir uns noch trauen. Der ist sowieso erst im zweiten Raum. Okay. Gucken wir einmal durch. Das ist irgendwie eine Ratte. Siehst du das? Da dreht sich eine Ratte am Treppenabsatz. Die ist mit Brettern zugenagelt. An der anderen Seite verriegelt. Gibt es innen drin auch noch eine Leiter unten, wo wir waren? Vielleicht, aber ich gehe jetzt trotzdem mal zurück. Echt? Ohne Essen? Wir haben noch... Das war ja ein Dünger, glaube ich. Die Tomate ist, glaube ich, Dünger. Guck mal, da geht's hoch. Ah. Nur noch der Kühlschrank. Okay, okay. Mehr will ich gar nicht. Okay, okay. Okay. Zu spät. Ein Familienfoto. Mit den Eltern und ihren 2 Töchtern. Gut, dass die Mädchen nicht ihren Vater ähneln. Er sieht wie ein Bär aus. Oh. Den wollen wir nicht begegnen. Nein. Oh, wow. Oh, super, super. Das ist Essen. Okay. Müssen wir mal kurz... So. Was ist das denn hier? Gemüse? Und Kräuter.
Und Kräuter. Sollen wir Kräuter mitnehmen oder lieber hier so Ich würde noch Zucker, Kräuter ne? mitnehmen und zwei Bretter auch noch wegtun und Zucker noch mitnehmen. Okay. 10 Stück. Und abhauen. Bring das nach Hause. Das ist die geilste Ausbeute, die wir bis jetzt jemals hatten. Ja, das stimmt. Wirklich alles. Essen, Dünger, Waffenteile, alles. Und dann kommen wir morgen direkt wieder hier hin. Stimmt, das machen wir. Okay, super. Gut. Sollen wir einfach mal das Nochmal hier. auf, ja. Ja, ne? Dann war es morgen leichter. Hoffentlich machen wir jetzt nicht Alarm. Und Ben, der ist ja der Schnellste. Ja, stimmt. So, weg hier. Ja. Pavel ist zurück. Super, hoffentlich wurden wir nicht überfallen. Stimmt, das kann nämlich auch passieren in der Nacht. Ich denke mal, das wird dann so generiert, ob das passiert oder nicht, zufällig. Naja, später natürlich mit Berechnungen, wie gut man gesichert ist. Noch kann man ja nicht viel tun. Tag 2. Oh. Diese ganzen Ja. Dingern. Ja, wünsch dich auch. Eine ruhige Nacht, super, ist nichts passiert. Man hat Perfekt. einige interessante Dinge mitgebracht. Aber wirklich. Wirklich viele interessante Dinge. Ich würde sagen, der kann kurz was essen und dann kann er sich erstmal hinlegen, oder? Ja. Kann er die nächste Nacht wieder los. Wo bin ich denn hier jetzt? Ist irgendwie im Keller gelandet. Wow. Oh, das ist so. Das ist ein Ausgang. Okay, Sehr das gucken wir gruselig. uns demnächst mal an. Ist nachher Erstmal der legen wir Tag den mal wieder hin, rum. ne? Guck mal, da kommt man auch noch an den Schrank. Ach, hier. Okay. So, ist der So, der hungrig? muss erst was essen und dann muss der schlafen. Und die anderen können dann tagsüber hier ein bisschen was arbeiten. Genau, dann macht er jetzt erstmal hier Feuer. So, zack. Was macht der hier? Könnte schon mal irgendeinen von den Der ist Haufen da hungrig. wegmachen. Ja, hungrig sind die alle. Ja, stimmt, einen von den Haufen wegmachen, aber welchen? Da unten der, ne? Da war nämlich noch ein Schrank. Hier leer. Ja. Sehr gut. So. Okay, wo ist denn der? Da ist er. Haha, so. Du kannst nämlich mal hier jetzt. Ah, Verbesserung geht nicht. Noch nicht. Schade, schade. Aber weil. Und da sonst irgendwas? Wieso ist denn der müde? Weil der gewacht Ach, der hat. hat. Genau, okay. Kann sich jetzt auch erstmal ein bisschen ausruhen. So, Bruno ist ein guter Koch. Ja, aber der ist noch beschäftigt. So, der kann jetzt erstmal zwei Mahlzeiten herstellen, ne? Genau. Ja. So, wunderbar. Kannst du nämlich noch was essen und dann legst du dich hin. Perfekt. Du hast nämlich Wache diese Nacht. So, Moment. Jam, 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 jam. Sehr gut, jetzt kann er schlorpen gehen. Ganz genau. Ah ne, der muss da unten hin. Ach so, Ach voll. so, ja, da unten Stimmt. ist auch noch ein Bett. Ist gleich wohl der links Da. hier, ne? Genau. Sehr gut. So, jetzt müssen Bruno und der andere noch was essen, aber der Bruno ist da gleich fertig. Genau, dann geht er auch direkt was essen erstmal. Nachdem er in den Schrank geguckt hat. Wenn wir schon mal hier sind. Genau. So, Oh, was haben wir denn da? super. Was Nice. Wertvolles auch. Das ist gut, wenn es klingelt irgendwann. Schmuck. Wertvoller Tauschgegenstand. Oh, guck mal, ein Ach, wir Stuhl. haben einen Stuhl. Guck mal, gut, dass du keinen gemacht hast. Ja. Balkon haben wir auch. Wunderbar, Geiles wunderbar. Haus, ehrlich. Das ist schön, ne? So, Bruno, du darfst jetzt auch was hier Kannst was essen und essen. direkt noch was kochen. Wenn der andere gleich Hunger hat. Ja, das mache ich auch noch. So, können wir das eigentlich aufwerten? Nee, auch Nee. noch nicht. Das brauchen wir aber bald. So, einmal. Und ich glaube, wenn wir das nämlich zweimal machen. Dann kannst du direkt so eine Doppelportion kochen, ne? Ich meine ja.
Und noch haben wir auch Gemüse. So, Schrumpf. Und einmal noch. Das ist noch früh. So. Wieso können wir denn nichts kochen? Wir haben kein Wasser. Ah, okay. That sucks. That sucks balls. Ah. Gut. Da kann man auch noch was kaputt machen. Ist der ausgeschlafen? Ach, da oben. Ja, der ist ausgeschlafen. Dann kann der was essen gehen. Genau. Ach, wir haben ja nichts mehr. Doch, kann der ja so essen, ne? Ja, aber das müssen wir gar nicht, glaube ich. Okay. Ich glaube, das hält der noch aus. So, was braucht er denn? Benötigte Bestandteile. Filter zum einmaligen Gebrauch. Ja, dann. Wo haben wir denn irgendwo eine Wasserquelle, wo wir den einsetzen können? Noch nicht, glaube ich. Wir müssen jetzt erstmal plündern gehen. Soll ich mal gucken, wo man da unten rauskommt? Ja. Der ist auch ausgeschlafen. Ist ja schön, dass ihr alle ausgeschlafen seid. Ja. Hier, ne? War das? Mhm. Ja, dann ist Nacht. Ach so, okay. Gehen wir nochmal zum verlassenen Haus, ha? Genau. Aber ich würde den Pavel fast nochmal schicken, obwohl der andere der bessere Plünderer ist, aber der hat Hunger und anderen geht's halt gut. Ja, das stimmt. Also irgendwie ist keiner müde. Dann schicken wir den nochmal plündern. Ja, aber ich würde den Wache halten lassen, den Marco, oder? Weil ja. Der ist ja gerade erst aufgestanden. Der Bruno war den ganzen Tag wach. Der ist ja morgens direkt aufgestanden. Ach so. Und der hat ja noch bis mittags geschlafen, der Marco. Okay. Oder glaubst du, der ist zu müde? Zu hungrig. Nö, machen wir einfach mal so. So ist gut, okay. Glaube ich. Gut, dann machen wir das Haus. Nochmal verlassenes Haus? Ja. Einmal geht noch. Bombardierte Schule und Supermarkt ist noch dazugekommen. Sehr gut. Puh, eieiei. Gut, gehen wir plündern. Also, Hauptaugenmerk auf Materialien. Natürlich auf alles, was man findet. Aber wir brauchen Holz. Wir brauchen Wasser. Und Wasser, richtig. Können wir nicht kochen. Haben wir Lebensmittel und können doch nicht kochen. Schwupp. Da hat man die Taschen wieder voll. Ja, aber wirklich. Schwupp. Oh, Wasser. 10 Stück. Super. Ja, eigentlich könnte ich jetzt schon abhauen, ne? So. Guck mal, ob das da was anderes gibt. Meinst du, ich soll noch mal gucken, ne? Das dauert ewig. Das denn? Am ersten Tag haben sie uns ausgeraubt. 2 Tage später haben sie unsere Mädchen ermordet. Ich habe sie alle erschossen, aber ich möchte die Waffe nicht mehr benutzen. Sie ist kaputt und hinter dem Haus vergraben. Der nächste Teil sieht zittrig aus. Wenn sie das lesen, suchen sie nicht nach mir. Hinter dem Haus ist eine Waffe vergraben. Ist doch schon mal gut zu wissen. Mhm. Das können wir noch mitnehmen. Genau. Können wir erstmal reingucken. Was gibt's drin? Okay, wir brauchen das nächste Mal einen Dietrich, wenn wir kommen. Okay, soll ich das hier mal versuchen in der Nacht einfach? Was zu machen. Aber warum nicht? Da gibt's wahrscheinlich auch raus dann, oder? Ich denke mal. Ich überlege. Ja, haben wir halt nicht. Haben wir halt nicht. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Genau. Wir werden jetzt erstmal, wenn wir zu Hause sind, ein bisschen unsere Werkbank aufmöbeln. Mit dem ganzen Holz, hoffentlich. Ja. Oh, cool, da können wir echt schon die ersten 3 Nächte immer selber Haus, voll sicher. Ja, ne? Das ist schon mal super. Das ist auch schön, dass hier ein Knopf gibt, Kreis, Grenzen, Ausgang. Oh ja? Mhm. Super. Gut, dass du das gesehen hast. So.
Guck mal, wir haben den Kühlschrank aufgesetzt. Guck mal, ist noch nicht mal Mitternacht. Ich weiß gar nicht, wann vorbei ist. Ich denke mal so, weiß nicht, 3, 4 Uhr morgens oder 6 eher. Ja, wird er noch schaffen. Ja, und wenn das bleibt, glaube ich, bestehen, was man schon mal weggegraben hat. Und wenn man dann nochmal wiederkommt in der Nacht danach, theoretisch, oder irgendwann, dann ist das schon mal ein bisschen bearbeitet. Stimmt. Aber so weit gerne auch die, nicht zu kommen. Die Waffe noch finden. Da haben wir wieder keinen Platz. Aber egal, muss man Holz da oder so. Oh nein! Okay, 2 Dietriche brauchen wir. Junge, Junge. Nun gut. Ja, doch mehr gab's da gar nicht, oder? Nee. Sniper! Was ist das denn hier? Ach, guck mal, das ist vergraben. Da! Da! Super cool. Ja, was lassen wir da? 2x Holz und 2x das? Ja. Awesome. Bye bye. Babel ist zurück und hat eine Waffe mitgebracht. Jetzt muss als erstes mal der Mirko, ne, wie heißt der? Marco. Marco? Mhm. Der muss als erstes mal was essen. Der hat nämlich seit 48 Stunden nichts mehr gegessen. Oh Gott. Tag 3. Yeah. Oh nein. Das ist bitter. Bruno wurde leicht verletzt. Bruno, haben nichts gestohlen, super. Gut. Haben nichts gestohlen? Nein. War gut. Okay, Pavel, du musst erstmal was essen, Junge. Aber nee, als erstes der andere. Der Pavel war doch unterwegs. Ja, ich weiß, aber der andere hat den ganzen letzten Tag nichts bekommen. Der hier, ne? Ja. Okay, hast recht. Müde ist er auch noch. Eieiei. So. Schwupp. Komm, Pavel, dann hau du dich erstmal hin. Ne? Ja. Der müde ist, soll schlafen. Und Bruno? Hungrig, leicht verletzt. Er kann auch was essen. Ja, das kann er auch. Hast du recht. Ja, nicht weggehen. Du musst auch was essen. Nein, stimmt. Marco, halt. Marco. Polo. Marco. So. Bruno ist leicht verletzt. Das ist aber nicht so schlimm. Nee, er kann jetzt mal den letzten Dreckhaufen wegarbeiten. Ja, der macht jetzt hier erstmal die Werkbank fit. Oder das. Ja, sehr gut. Marco hat gegessen und ist müde. Wer kann schlafen gehen? Ja, wohlverdienter Schlaf, der gerecht. Wieso ist denn da der Schrank oben? Der ist auch verschlossen. Ach ja, oh, meine Güte. Gut, gleich ist unsere Werkbank fertig. Prima. Sehr gut. Jemand ist an der Tür. Was für eine Tür? Boah, jetzt können wir aber einiges hier. Guck mal, Kräutergarten. Super gut. Kräuterwerkstätte. Aber leider das Einzige, wofür wir alles haben. Okay, okay. Wo ist denn die Tür? Wir müssen halt irgendwas haben, dass wir unsere Waffe reparieren können. Wo ist denn die Tür? Na, hier ist die Tür ja nicht. Nee, ich denke mal, dass die auf der rechten Seite ist. Sie wird niemals auf der linken Seite, wird die sein, niemals auf der rechten, so wollte ich sagen. Ja. Guck jetzt zu Ende. Mach das. So. Also ich denke mal, dass hier, da ist jemand. Aha. Okay. Handeln kann man hier nämlich. Super, wir haben auch was Wertvolles, das brauchen wir nicht. Guck mal. Sollen wir dem das zuerst mal geben? Ja. Also Dietriche. Mhm.
Zwei will er schon mehr als für Schmuck. Wow. Nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Ja, gut, das geht schon mal. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Medizin von dem, aber das ist immer schwierig, ne? Mhm. Und Bandagen eigentlich, ne? Ja. Eine Menge anbieten, das ist aber nicht billig. Okay. Was kostet denn eine Bandage? Boah, kann man so nicht sagen, ne? Was ist das denn hier? Nichts Besonderes, sehr gewöhnliches Zeug. Nichts Besonderes. Kann man dem ein Buch geben? Nichts Besonderes. Ach so, okay. Das hier, nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Ja, gut. So. Okay, 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 okay. Wie kann ich das wieder wegmachen? Da. Okay, okay. Gut, 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 mein Freund. Wie wär's denn mit... Aha. Gut. Gib dem Affen Zucker. Na gut, dann machen wir das, oder? Okay, warte. So. Sollen wir so machen, ne? Ja. Halle. Okay. Super. Alles klar, cool. Coole Sache. Jetzt weiß ich nur nicht, ob du die zwei Dietriche behalten willst für die Nacht, für das Haus. Ne? Oh ja, eigentlich schon, oder? Ja. Eigentlich schon, ja, ja, ja. Dann kann man da... Was ist denn da diese Dreckhaufen, die da noch sind, die zwei? Ist da noch irgendwas hinter, was irgendwie interessant sein könnte, wo man noch nicht dran war? Oder konnte man von der anderen Seite da immer dran? Boah, das ist eine gute Frage. War man schon dran, glaube ich. Da waren wir schon dran, aber die wegmachen könnte man natürlich trotzdem, ne? Ja, klar. Aber muss man auch wenn da nichts mehr zu plündern ist... Guck mal, der hat Hunger, da ist Essen. Ja. Gut, Marco ist noch müde, Bruno ist leicht verletzt. Okay. Fast 5 Sterne, eine Trophäe erhalten. Okay, ich habe jetzt nur gerade... Naja, lasst mich rein. Sollen wir den Tag jetzt schon beenden? Ne, wir machen einfach das hier noch weiter, oder? Arbeiten wir noch ein bisschen, ja. Genau. Guck mal, da oben ist auch ausgeschlafen. Ah, super. Der kann dieses Mal plündern, der ist richtig fit. Ja, das stimmt, ne? Haben wir jetzt einen Dietrich benutzt? Guck mal, nee. Und immer noch 2 Dietriche. Cool. Fertig geplündert. Schön. Okay, das war's also hier im Haus. Ach so, oben gibt's Wasser, oben gibt's Regenwasser. Vielleicht kann man da irgendwo den Filter einsetzen. Da war so ein Wasser... Ah nee, das ist nur ein... Ich dachte, das wäre ein Wasserzeichen gewesen. Aber das ist nur, dass die Tür da durchgeht. Ja. Schade, ich dachte, da wäre irgendwas, wo man das auffangen kann. Ich glaube, jetzt hier langsam ist es an der Zeit, diesen Part auch schon zu Ende kommen ja zu lassen. Ne? Wir sind jetzt, haben bestimmt schon ein bisschen überzogen. Halbe Stunde haben wir. Ja, das ist doch ein guter Ausgangswert. Genau, und dann würde ich sagen, dann seht ihr den nächsten Teil die nächste Nacht. Hm? Ja, ich glaube, ne, wenn uns jetzt nichts mehr einfällt, was wir hier machen können. Nö. Oh, der ist noch am Wursteln. Schneller Läufer. Ja, alles ganz gut soweit. Ich glaube, ich werde nochmal ganz schnell hier noch was herstellen. Und zwar, ne, Brennstoff. Einfach mal so. Hast du gerade Bücher verbrannt? Nein. Ich glaube Holz. Wollte ich jedenfalls. Das wäre gut. So, du kümmerst dich um den Haufen noch. Bruno ist fertig. Sehr gut. Genau. Nee, hier gab es noch nichts mehr. Aber immerhin haben wir dann alles beseitigt. Richtig. Ja, Leute, hat Spaß gemacht, der erste Teil. Und die drei sind mir jetzt schon ziemlich ans Herz gewachsen. Hoffen wir, die haben ein neues Leben. Ja, hoffen wir, ne? In kriegerischen Zeiten. Ja. Also, bis dahin. Tschüss.